Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns eine typische SRDP-Aufgabe zu den quadratischen Gleichungen an. Die Aufgabe, die wir in diesem Video behandeln, ist wirklich eine schwierige und etwas knifflige, aber gemeinsam werden wir das schaffen. Hier steht nun, ein Computerhersteller hat für den Verkauf von Laptops folgende Gewinnfunktion G ermittelt. Hier haben wir nun die Gleichung der Gewinnfunktion gegeben und wie wir hier sehen können, ist es eine quadratische Funktion. Dabei ist x die verkaufte Menge in Mengeneinheiten und g von x ist der Gewinn bei der Absatzmenge x in Geldeinheiten. Zur Berechnung der Gewinngrenzen benötigt man die Nullstellen der Gewinnfunktion g. Ergänzen Sie die Textlücken mit im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht. Das ist, wir sollen hier nun überprüfen, unter welchen Bedingungen, die hier unter 2 gegeben sind, unter welchen Voraussetzungen unsere Funktion g, unsere Gewinnfunktion, eine, zwei oder drei Nullstellen hat. Dabei ist es so, dass wir den dritten Punkt gleich mal ignorieren können, weil wir haben schon gelernt in den vorangegangenen Videos, dass eine quadratische Funktion entweder 0, 1 oder 2 Nullstellen haben kann. Das heißt, 3 Nullstellen kann sie auf gar keinen Fall haben. Wir haben auch schon gelernt, dass man, um die Anzahl an Nullstellen zu ermitteln, die Diskriminante betrachten kann. Dazu erinnern wir uns jetzt nochmal an die große Lösungsformel und die Diskriminante, ich nenne die einfach mal groß D, ist der Ausdruck unter der Wurzel. Das heißt, die Diskriminante in unserem Fall ist b² minus 4 mal a mal c. Und das a kennen wir aber. Wir können hier die Koeffizienten ablesen. B und c haben wir nicht gegeben, aber a haben wir gegeben mit minus 0,2. Das heißt, wir können hier für die Diskriminante einsetzen. B zum Quadrat minus 4 mal Klammer auf minus 0,2 mal c und minus 4 mal minus 0,2 ist insgesamt 0,8. Das heißt, unsere Diskriminante ist b zum Quadrat plus 0,8 mal c. Gut. Und nun haben wir auch gelernt, dass wir für die Diskriminante drei Fälle unterscheiden können. Nämlich, wenn die Diskriminante größer als 0 ist, dann haben wir zwei Lösungen, beziehungsweise hat unsere quadratische Funktion zwei Nullstellen. Wenn unsere Diskriminante gleich 0 ist, dann hat unsere quadratische Funktion eine Nullstelle. Eine sogenannte Doppelnullstelle. Und wenn die Diskriminante negativ ist, also kleiner als 0, dann haben wir keine Nullstelle. Gut. Diese Aussagen können wir nun hier mit den Angaben in der Tabelle vergleichen. Überprüfen wir zunächst mal. Wir wollen, dass unser c mit einem Faktor 0,8 multipliziert wird. Wenn wir das haben wollen, dann springt uns auf jeden Fall mal die dritte Gleichung hier ins Auge. Das ist ziemlich genau das, was wir hier stehen haben, b zum Quadrat plus 0,8 mal c und hier steht, ist gleich minus 1. Das würde bedeuten, dass unsere Diskriminante negativ ist, also kleiner als 0, minus 1. Und hier würde der dritte Fall dann zutreffen. Das heißt, wir hätten keine Nullstelle. Allerdings ist es so, dass wir hier in der linken Tabelle die Möglichkeit, keine Nullstelle nicht gegeben haben. Das heißt, obwohl diese Gleichung, diese Aussage hier richtig ist, das würde dann entsprechen, dass wir keine Nullstelle haben, kann das nicht die richtige Lösung sein, weil wir hier in der linken Tabelle nicht die Möglichkeit haben, keine Nullstelle anzukreuzen. Dann schauen wir uns die
zweite Ungleichung an. Hier haben wir c ist kleiner als minus 1,25 mal b Quadrat. Formen wir zunächst hier ein bisschen um. Das heißt, wir dividieren einfach mal durch minus 1,25. Dann haben wir hier c durch minus 1,25 ist größer als b Quadrat. Nun können wir rechnen plus b Quadrat, dann haben wir b Quadrat plus c durch minus 1,25 ist größer als 0. Und wenn wir minus 1,25 hier ausdividieren, also 1 durch minus 1,25, dann erhalten wir b Quadrat minus 0,8 mal c ist größer als 0. Hier die zweite Möglichkeit kann aber auch nicht die Lösung sein, weil wir hier ja minus 0,8 mal c erhalten und wir brauchen plus 0,8 mal c. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, dass die erste Möglichkeit hier unsere richtige Lösung sein muss, weil die anderen beiden nicht stimmen und können hier schon mal das Kreuzchen setzen. Nun müssen wir aber noch überprüfen, was hier für eine Aussage dahinter steckt. Also wir haben 5 mal b zum Quadrat größer minus 4 mal c. Wir rechnen plus 4 mal c, dann haben wir 5 mal b zum Quadrat plus 4 mal c ist größer als 0. Wenn wir nun durch 5 dividieren, dann erhalten wir b Quadrat plus 0,8 mal c ist größer als 0. Hier der linke Teil der Ungleichung entspricht genau unserer Diskriminante und die Diskriminante ist größer als 0. Das heißt, im Fall, dass die Diskriminante größer als 0 ist, hat unsere quadratische Funktion zwei Nullstellen. Das war's für diese SRDP-Aufgabe. Es ist wirklich ein kniffliges Beispiel und ich hoffe, du hast alles verstanden.